Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte zuerst mal auf zwei Punkte eingehen oder auf zwei Sachen eingehen. Der erste Punkt ist, am Mittwoch kam nicht 1,20. Das liegt daran, dass ich die letzten 2 Wochen meine Meerschweinchen rausgebracht habe in die Außenhaltung. Und wie man hinter mir sehen kann, habe ich jetzt endlich einen Schreibtisch und das würde ich erstmal fertig machen und dachte, dann mache ich auch erst wieder Videos, weil es macht auch einfach mehr Spaß, das alles auf dem Schreibtisch zu machen, die Videos zu schneiden, sich zu informieren. Ich habe auch endlich jetzt so einen wahnsinnig geilen Drehstuhl. Macht viel mehr Spaß jetzt alles zu machen, ohne auf dem Sofa zu sitzen und das alles am Couchtisch zu machen. Der zweite Punkt ist, ich hatte ja letzte Woche eine kleine Vorlesung hochgeladen gehabt von meinem Buch, was ich damals angefangen habe zu schreiben. Dort, das haben 24 Personen, glaube ich, aufgerufen. 24 Aufrufe waren es. Es haben mir wirklich 16 Personen von diesen 24, anders geht es ja gar nicht, 16 Personen haben mir davon geschrieben, kommentiert oder auch per WhatsApp oder auch per Facebook Messenger. Und haben gesagt, ich soll das auf jeden Fall weitermachen, das Buch. Und ich habe mich auch dazu entschlossen, es weiterzumachen. Ich werde das jetzt die nächsten Wochen, also es wird noch ziemlich lange dauern, ich werde das die nächsten Wochen weiterschreiben, nach und nach. Und werde das dann ja, zu einem Online-Verlag schicken. Und dort kann man sich das Buch dann bestellen. Wenn es soweit ist, werde ich das dann natürlich auch nochmal bekannt geben hier. Es wird auch nochmal eine kleine Vorlesung geben. Allerdings nicht jetzt da, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, direkt danach weiter, sondern irgendwo zwischendrin, weil sonst weiß man ja nachher vielleicht schon die ersten 10, 20, 30 Seiten. Und wenn sich denn doch vielleicht der ein oder andere, was ich hoffe, das Buch dann kauft, kennt ihr das noch nicht. Worüber möchte ich heute sprechen? Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht über Kurzzeitpflege, das ist ja schon einige Wochen her. Dort ist mein Sohn dann hingekommen in die Kurzzeitpflege. Ich hatte auch mit diesem Haus, wo er hingekommen ist, geschrieben gehabt. Und gefragt gehabt, ob das in Ordnung wäre, dass ich die einmal in einem Video vorstelle oder mal ein bisschen über die rede. Habe auf jeden Fall das Okay dafür bekommen. Bei diesem Haus handelt es sich jetzt um das Aegelius-Haus. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aegelius-Haus in Hannover. Das ist auf der Bult. Die Bult ist ein Kinderkrankenhaus und direkt daneben ist, ich muss mal kurz hier dieses Ding reinmachen, das ist ja furchtbar, dieses Rumgewippe. Direkt daneben ist das Aegelius-Haus und das ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre oder auch junge Erwachsene bis 25 Jahre, die auf einen Rollstuhl zurückgreifen müssen, also die rollstuhlabhängig sind. Dafür ist die Kurzzeitpflegeeinrichtung in Hannover. Das Haus selber nennt es nicht Kurzzeitpflege, sondern ein Zuhause auf Zeit. Finde ich auch ein bisschen schöner. Dort ist auf jeden Fall mein Sohn hingekommen. Das war natürlich nicht einfach gewesen. Erstmal habe ich so lange darüber nachgedacht, aber nach einem Gespräch dann, nach einem Kennenlerngespräch, habe ich mich dazu entschieden. Dann ist er da erstmal für 2 Nächte zum Probewohnen hingekommen und das war super. Also ich konnte dann das erste Mal auch die Zimmer so richtig sehen und das sah wirklich fantastisch aus. Ich war wirklich beeindruckt gewesen. Auch die Schwester, die uns da empfangen hat, die war auch super nett gewesen, super freundlich. Ja, dann war da nochmal so ein kleines Aufnahmegespräch gewesen. Das lief auch alles super. Und dann habe ich mich verabschiedet und das war wirklich nicht einfach. Es war sehr schwer gewesen. Die Schwester hatte dann auch mit mir gesprochen gehabt die ganze Zeit. Ich denke mal, das ist so ein, ja, so ein kleiner Trick von denen, dass man halt viel spricht, ohne so dass man nicht die ganze Zeit an diesen Abschied denkt. Und dann ist es mir doch recht, ja, ich will nicht sagen recht leicht gefallen, aber auf jeden Fall leichter gefallen, als wenn sie jetzt vielleicht nichts gesagt hätte und ich hätte mich einfach von meinem Sohn verabschiedet. Und ja, das war dann schon ganz okay gewesen. 2 Nächte war er da gewesen. Ich hätte auch anrufen können, wollte ich aber nicht bei 2 Tagen, weil dann hätte ich vielleicht noch mehr dran gedacht. Oh Mensch, jetzt haben sie mir erzählt, was er macht. Und dann, ja, auf jeden Fall habe ich nicht angerufen. Habe ihn dann mittwochs wieder ab. Also montags ist er hin, mittwochs haben wir mich wieder abgeholt morgens. Ja, und das war natürlich Wahnsinn gewesen. Ne? Das waren zwar nur 2 Nächte gewesen, aber es war Wahnsinn gewesen, wo ich ihn dann wieder gesehen habe. Und er war sauber gewesen, er hat gut gerochen, er hatte saubere Klamotten an. Und das ist die Hauptsache. Und ich glaube, das sind so die Punkte,
wo die meisten vielleicht Angst haben, ihre Kinder in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung zu geben, weil sie vielleicht Angst haben, dass die Kinder dort nicht richtig betreut werden oder sowas. Also das Gefühl hatte ich bei diesem Angelius-Haus in Hannover auf gar keinen Fall gehabt. Ich war wirklich super zufrieden gewesen. So sehr zufrieden, dass ich für Juli direkt nochmal 5 Tage genommen habe, weil er war jetzt halt nur diese 2 Nächte Probewohnen da. Und ich finde es eigentlich relativ wichtig, dass man dann recht schnell nochmal für ein paar Tage länger dort hingeht. Ich werde das Angebot auch nicht jeden Monat annehmen. Das finde ich ein bisschen viel jeden Monat. Mein Sohn schläft ja auch jeden Monat so einmal bei meinen Eltern. So alle 4, 5 Wochen schläft er bei meinen Eltern. Und da muss ich nicht jedes Mal diese Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Ja. Er wird dieses Jahr, wie gesagt, nochmal im Juli hinkommen und dann wird er nochmal im Dezember vielleicht hinkommen. Über Silvester wäre halt auch mal nicht schlecht. Es ist natürlich doof, das Kind Silvester nicht bei sich zu haben, aber man kann dann selber auch mal wieder richtig Silvester feiern. Und mal schauen, wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann wird halt Juli das letzte Mal in diesem Jahr, denke ich mal, sein und dann wird es nächstes Jahr 2, 3 Mal im Jahr der Fall sein, aber auch nicht länger wie 5, 6 Nächte. Das möchte ich nicht zu viel. Man kann 42 Tage, hat man Anspruch drauf. Ja, und die werde ich auf jeden Fall nicht voll in Anspruch nehmen. Ja, das Ägidius-Haus wurde 2014, im September 2014 eröffnet. Also es ist noch eine recht neue Einrichtung. Man sieht es auch, wenn man dort reinkommt. Es ist alles sehr modern, es ist alles sauber. Soll nicht heißen, dass ältere Einrichtungen nicht sauber sind. Wobei diese Einrichtung ist, so wie sie ist, auf die reine Kurzzeitpflege bezogen, auch die einzige Kurzzeitpflegeeinrichtung bis jetzt in Niedersachsen. Ja, und wofür dient sie? Sie dient natürlich zur Entlastung von Familien. Wie wenn jetzt zum Beispiel eine Familie noch mehrere Kinder hat und ein beeinträchtigtes Kind, dann kann man, wenn denn diese Familie in Urlaub fahren möchte, man muss es sagen, wie es ist, wenn man ein schwer beeinträchtigtes Kind mit im Urlaub nimmt, ist es kein direkter Urlaub und die Kinder wollen halt vielleicht auch mal im Urlaub, die anderen Kinder wollen vielleicht auch mal was im Urlaub von den Eltern haben, von Mama und Papa und dafür kann man das natürlich auch nutzen dann. Man kann es aber auch nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel operiert wird. Man ist zum Beispiel alleinerziehend, man wird operiert und man muss längere Zeit aussetzen, wenn man auf Krücken geht. Da ist diese Kurzzeitpflegeeinrichtung oder das Zuhause auf Zeit in Hannover auf jeden Fall super geeignet dafür. Oder halt einfach auch, um mal ein bisschen durchzuschnaufen. Also ich will jetzt nicht im Urlaub fahren oder so. Ich werde nicht operiert. Ich nutze das halt einmal zum Durchschnaufen, um vielleicht einmal die komplette Bude hier sauber zu machen. Das ist natürlich alles ein bisschen einfacher, wenn das Kind nicht da ist. Klar, es könnte auch zu Oma und Opa. Aber es ist auch ein kleines bisschen, oder was heißt ein kleines bisschen? Es ist Urlaub fürs Kind natürlich auch, weil halt auch viel dort mit den Kindern gemacht wird. Voraussetzung dafür, dass man nach Hannover ins Sagelius-Haus kann mit seinem Kind oder das Kind dorthin kann, ist auf jeden Fall ein Pflegegrad. Das ist die Hauptvoraussetzung auch. Die nächste Voraussetzung ist ein Informationsgespräch. Also man muss, wenn man dort einen angerufen hat, einen Termin gemacht hat, dann geht man dorthin und spricht ein bisschen so. Das ist natürlich auch Voraussetzung, dass man dort einmal alles kennenlernt und die einen selber auch kennenlernen. Und die weitere Voraussetzung ist auch ein Probewohnen. Das geht, wie gesagt, 2 Nächte und da wird das Kind dann halt beobachtet. Wenn man dann vor dem Probewohnen, also wenn man dann sagt, okay, ich möchte das Probewohnen, man bekommt einen Termin, dann bekommt man auch ganz, ganz, ganz viele Zettel, die man ausfüllen muss. Es ist natürlich schon ein bisschen was zu machen dann, aber wenn man das erstmal alles gemacht hat fürs Probewohnen, dann ist es auch beim zweiten Mal nicht mehr so viel, was man machen muss. Man muss beim ersten Mal zum Beispiel auch so ein Tagebuch ausfüllen, dort schreibt man den Tagesablauf vom Kind rein, Lieblingsmusik oder alle Sachen, ganz, ganz viel. Das zähle ich jetzt lieber nicht alles auf. So, damit die ganzen Menschen, die sich um diese Kinder dort kümmern, wirklich darauf vorbereitet sind, auf diese Kinder und sich wirklich individuell mit diesem Kind auch beschäftigen können und nicht einfach in den Raum reingeworfen, irgendwelche Sachen mit den Kindern machen und sagen, okay, jetzt mögen die Kinder das und gut ist. Finanziert wird das Ganze von der Kurzzeitpflege oder über die Kurzzeitpflege und über die Verhinderungspflege. Das läuft dann alles über die jeweilige Krankenkasse. Man muss auch einen Eigenanteil zahlen, das nennt man, oder das nennt das Ägidius-Haus Hotelkosten, die sogenannten Hotelkosten, weil das ganze Geld, was von den Krankenkassen kommt, für diese Kurzzeitpflege,
wird nicht komplett abgedeckt. Ich bin da gerade im Moment auch leider doch ein bisschen unvorbereitet, aber ich bin der Meinung, es waren Kosten von 238 € so circa pro Tag, was das kostet. Und man selber hat einen Eigenanteil, ich weiß es wirklich gerade nicht zu 100%, ich glaube von 20 €. 20, 25 € circa. Das ist auf jeden Fall völlig okay. Also 20, 25 €, das ist auf jeden Fall okay, wenn man sich mal bedenkt, was mit den Kindern dort alles gemacht wird. Im Ergeliushaus arbeiten natürlich ausschließlich nur Fachkräfte, examiniertes Pflegepersonal. Also die sind auch auf diese Bedürfnisse von schwerbehinderten Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen spezialisiert oder speziell ausgebildet. Und können auch auf diese Bedürfnisse direkt eingehen. Sie wissen, wie das Kind oder der junge Erwachsene hochgehoben werden muss. Sie wissen, wie sie mit diesen Kindern umgehen oder wie sie mit diesen jungen Erwachsenen umgehen. Also das Kind oder das junge Erwachsene Kind, junge Erwachsene Kind, sind auf jeden Fall dort in guten Händen und die Menschen, die dort arbeiten, wissen auf jeden Fall, was sie machen. Und wie gesagt, wo ich da beim letzten Mal dort war, alle super nett gewesen. Also ich war wirklich nicht lange da gewesen, aber der erste Eindruck war super und der erste Eindruck ist der beste Eindruck. Und ich werde dort ja jetzt alle langsam nach und nach kennenlernen. Ja, wenn das alles so weiterläuft, wie es gelaufen ist, wird mein Sohn dort auch hingehen, bis er 25 ist. Und ich sehe da kein Problem momentan, weil es wirklich super war. Und wie gesagt, auch die Schwester, die uns empfangen hat, man hat sofort gemerkt, dass sie weiß, was sie dort tut. Sie war dort mit einem anderen kleinen Jungen bei uns auf dem Zimmer kurz. Also wirklich alles hervorragend. Auch bietet das Haus mehrere andere Angebote an, wie zum Beispiel Musiktherapie oder es gibt auch einen Klinik-Clown dort. Oder auch tiergeschützte Therapie. Dort kommt auch der Zoo mal vorbei mit Tieren, Hunde. Das finde ich zum Beispiel ganz, ganz super, weil so wie ich in dem Kennenlernen oder Informationsgespräch herausgehört habe, sind dort auch viele Kinder mit Epilepsie immer. Und Hunde, ja, sind im Bereich von Epilepsie so, so super oder auch generell im Bereich der Förderung. Wo gucke ich denn überhaupt die ganze Zeit hin? Und das finde ich einfach super, dass dort der Zoo hinkommt mit den Tieren. Das ist super für die Kinder. War bei meinem Sohn leider nicht der Fall. Einmal wöchentlich wird das gemacht, circa. Ich weiß jetzt nicht, wie es gerade in der Corona-Zeit aussieht. Auf jeden Fall sonst einmal die Woche. Und ich hoffe, dass ja im Juli vielleicht der Sommer vorbeikommt. Ja, das war es eigentlich schon. Also es gibt noch wirklich viel, viel mehr zu sagen, aber dafür würde das Video wieder viel zu lang werden. Das ist, glaube ich, auch schon wieder fast zu lang, wie fast jedes Video von mir. Ich lerne es einfach nicht. Ich werde auf jeden Fall den Link vom Agelius-Haus unten einmal in die Infobox mit reinpacken. Dort könnt ihr einmal draufgehen. Dort könnt ihr alles nachlesen, was es da alles noch sonst gibt. Oder da ist hier noch ganz viele andere Zahlen, Daten, Fakten und sonst irgendwas. Ja, und was ganz wichtig ist, was ich noch sagen muss unbedingt, ich bekomme dafür kein Geld. Das Agelius-Haus gibt mir dafür kein Geld. Ich möchte dafür auch kein Geld. Wenn die mir dafür Geld geben würden, dann würde ich das Geld so, so spenden. Ich mache das aus freien Stücken. Ich habe die angeschrieben. Ich hatte auch direkt ich hatte auch direkt, wo ich meinen Sohn abgeholt habe, gefragt, ob ich das darf. Hat ein kleines bisschen gedauert mit der Abteilung da. Aber die haben sich dann gemeldet und haben gesagt, ja, können Sie machen. Und dann mache ich das. Also ich mache das aus freien Stücken und nicht, weil mir das Gilius-Haus das gesagt hat, ich soll es machen. Und die haben auch nicht gesagt, Herr Fütterer, Sie kriegen jetzt von uns erstmal schön Geld auf die Tasche. Möchte ich gar nicht. Ich möchte das einfach nur anderen Eltern ja, nahelegen, wenn sie etwas suchen, Kurzzeitpflegeeinrichtung mäßig, auf jeden Fall Hannover. Nicht auf jeden Fall hingehen, auf jeden Fall informieren, ob das denn zusagt. Aber wie gesagt, es ist in Niedersachsen die einzige reine Kurzzeitpflegeeinrichtung momentan. Ja, und dann bleibt gar nichts anderes so wirklich viel über, außer andere Bundesländer. Was noch kurz sagen gerne, was ich noch ganz gerne sagen würde, dort kommen überwiegend natürlich
welche aus Niedersachsen, aber auch aus anderen Bundesländern. Also das heißt nicht, dass nur Niedersachsen dorthin darf. Es darf auch Bayern kommen. Aber Bayern-Hannover ist eine ganze Ecke. Ja, das war's eigentlich. Und wenn noch irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, Homepage oder auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, ob das Egidius auch selber einen Kanal bei YouTube hat. Würden sie denn vielleicht selber auch beantworten. Aber wenn irgendwelche Fragen sind, unten reinschreiben oder auf die Homepage gehen vom Egidius Haus oder einfach eine E-Mail schreiben zu denen hin oder direkt bei denen anrufen. Ich mache unten auch sofort gleich noch mit die Nummer rein. Dann braucht man nicht vielleicht zwingend auf die Seite gehen, wenn man direkt anrufen will und einen Termin aufmachen will. Wenn irgendwer von euch dorthin geht, wegen dem Video, gerne einmal schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da ein paar Erfahrungen da lassen würdet, dann, wenn ihr dort gewesen seid. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt davon und würde jetzt eigentlich auch gar nichts anderes ausprobieren. Warum soll man was ausprobieren, wenn man was hat, wo man zufrieden mit ist? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und Mittwoch geht es dann weiter mit 1.20 und nächste Woche Sonntag wieder ein anderes tolles Video. Mal schauen, was ich glaube, wie ich letzte Woche schon angekündigt hatte, müsste jetzt mal langsam kommen, was ist denn überhaupt Epilepsie? Es sind auch jetzt ein paar andere Sachen reingetrudelt per E-Mail, die mir erlaubt wurden zu machen. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Seid auf jeden Fall gespannt. Aktiviert die Glocke, abonniert mich, dann bekommt ihr das sofort mit, wenn es neue Videos gibt, weil das wird wirklich sehr spannend. Bis dann und alles Gute. Tschüss.